Also das ist nur meine Handynutzungs-Selbststudie. Genau, die Datenbank, die ist von mir selbst eine Umfrage gestellt, um herauszufinden, wie fleißig ich am Tag bin oder wie faul. Ich höre gerne recht viel verschiedene Musik und verliere auch leicht den Überblick. Deshalb habe ich irgendwann angefangen, diese Liste zu führen, in der ich zu Musikinterpreten verschiedene Informationen gesammelt habe. Ich habe eine Windows-Datenbank genommen. Also die wird von Windows automatisch erstellt. In der Datenbank sind die Zeiten, wann der PC hochfährt und runterfährt drinne, wie lange er dafür braucht. Also ich habe mich beschäftigt mit einem Datensatz, den ich aus dem Internet geholt habe, über die UFO-Sichtungen in den USA und Kanada im Jahr 2016. Wir haben beobachtet, wie oft wir das Handy oder ein Smartphone morgens und abends benutzen und ob wir das überhaupt benutzen. Und dazu gab es verschiedene Fragen, wie zum Beispiel, benutzt du das Smartphone überhaupt direkt nach dem Aufwachen oder vor dem Einschlafen? Ja oder nein? Und wie oft? Ja, diese Grafik beschäftigt sich auch mit den Umfrageergebnissen, die wir durchgeführt haben bezüglich der Handynutzung im Bett quasi, also direkt morgens vor dem Aufstehen. Der Titel ist Traumwelt, weil diese Inhalt von diesem Ding geht um Bettnutzung. Ich habe eine Umfrage in die ganze Produktdesign für Teile geschickt, um die Studenten hier zu fragen, dass wie die meisten Leute mit Bett machen. Die Antwort geht um Schlafen, Lesen, Musik hören und oder Sex machen. Ich habe mich mit meinem Aufwachverhalten beschäftigt, genauer gesagt, wie oft ich meinen Alarm auf Snooze stelle. Okay, also meine Grafik geht es um das Verhalten von Spielzeug einkaufen und verschenken. Also ja, ich habe mich ja mit der Kulturkonzeptionsprozess von der Stadt Kassel beschäftigt. Ich hatte so eine Tabelle als grundlegende Basis, wo man Daten hat und wo man die Bezeichnung der Events hat und die Länge der Events. Und dann habe ich, um diese Tabelle zu erweitern, eine Bewertung durchgeführt des Öffentlichkeitsgrades der einzelnen Veranstaltungen. Meinen Datensatz habe ich vom iPhone exportiert, und zwar die Schrittzähler-App benutzt quasi. Und also jeder Strich, den ihr hier seht, ist quasi die Menge der Schritte für das rechte und das linke Bein. Zusätzlich gibt es noch eine Datei, wo ich noch einen Oszillator mit eingebaut habe, das quasi noch ein Audio-Feedback gibt. Also das ist jetzt ein Zeitraum von, ich glaube, 2 Monaten oder so.